Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Nether. Sag niemals Nether. Ich bin hier irgendwo der Pampa und muss meinen guten Freund den Sergeant Rumpel finden. Wo ist der denn, der Sergeant Rumpel? Vor allen Dingen siehst du gleich, dass wir schon einen weiteren Menschen in unserer Gruppe haben. Ich habe hier mal jemanden eingeladen, der uns auch kennt anscheinend. Und der hat mir auch schon Canned Food gegeben, total nett. Und wir laufen dir mal entgegen. Ich schau mal auf der Karte. Warte, und wir nee, laufen ich mal muss noch zum Riverside Outpost. Ich muss mich jetzt einmal ausrüsten, sonst passiert das wieder wie in der letzten Folge. Ja, das wäre theoretisch. Also umso mehr wir sind, umso sicherer. Ganz klar. Oh, wir laufen in die wir können ja halt eigentlich auch coolerweise mit der Community zusammenzocken. Also wenn ihr Nether habt und zufällig auf dem Server hier mit uns rumtingelt. Wir sagen natürlich nicht immer, wo wir uns befinden, weil dann kommen auch immer ganz viele, die uns nur umbringen wollen die ganze Zeit. Was nichts Neues wäre, das machen auch die Monster. Das stimmt wohl. So, obwohl der Rumpel hat ja letzte Folge tapfer überlebt. Das war ja der Wahnsinn. Ja, ich habe tatsächlich mich geheilt. Oh, no. Ich wurde dann wieder irgendwo one-hitted, wieder da aufgerieben, jene aufgerieben. Ich glaube, ich bin 3 oder 4 Mal wieder gestorben. Kommt man nicht rein. Aber so ist es hier in dem Game. Wenn man, gerade der Anfang ist echt extrem schwer. Ne, wenn man dann einmal eine Schrot und alles hat, dann ist es natürlich einfacher. Aber dann müssen wir erstmal. Ich überlege gerade, ob ich mal mit dem Typen das Ding angreifen soll. Ich bin hier beim Riverside Outpost gleich, Freunde. Ja? Ja. Ja, pass mal auf, du musst zu der großen Straße, weil in dem Haus hier drin ist ein Riesenvieh. Du musst ein bisschen aufpassen. Ich glaube, da läufst du jetzt gerade rein. Also wenn in du jetzt Hochhaus, da reinläufst, dann. Genau, du musst auf der Straße bleiben und komm nach vorne. Auf der Hauptstraße. Weil in dem Haus drin ist ein Riesenvieh. Oh, dann ist da bestimmt auch Loot auf den Dächern, oder? Das könnte sein. Da ist auch so ein riesiger Kran an der Seite links. Also ich probiere natürlich, ich gelobe natürlich Besserung, aber wenn die Besserung mir kaum ermöglicht wird, bringt das auch nichts. Ach, das ist ein Rumpel. Ja. Und ich hab mal wieder mitgebracht. Und wir haben einen, Monster, der kommt zu dir. Nee, jetzt kommt zu dir. Ah, wieder getroffen worden. Kannst du schon blocken? Ja, ne? Sauber. So. Sehr gut erledigt. Gut, ich muss einmal kurz skillen, Alter. Ja. Charakter. Ich hol mir mal hier so ein bisschen Zeug. So, ich mach hier nochmal Survival, Stamina. Ja, ich mach mal Stärke einfach. Guck mal, der läuft hier mit der Schaufel rum und greift damit an. Ah, ich hatte noch meinen Melee-Skill noch nicht geskillt. Scheiße, ich dachte, ich hätte schon ein Level weiter. Fuck. Ich muss noch schnell einen umwäschen. So, genau, da weiter und jetzt aufpassen, dass wir nicht von irgendwelchen Spielern abgesnipert werden. Hier im Chat läuft auch schon rum, dass hier ein Hack auf dem Server sein soll. Das verstehe ich jetzt noch nicht so ganz, was das heißen soll. Wir sind auf einem terrifying Server gerade. Wie sieht das aus? Oh, ich glaube, mein Hunger, ist der jetzt down oder ist der voll? Ich bin und hier mal ganz liebe Grüße an dieser Stelle. Bei unserem Mitstreiter. Genau, das war mal dringend notwendig, dass ich mal ein bisschen was gegessen habe. Bist du schon drin? Warte, ich hau mal gerade den einen hier weg. Achtung. Adieu, du grausames Abenteuerspiel. Komm, die bringen gar keine Erfahrung, ne? Zehn Punkte bringen. Welcome to the Safe Zone. Obwohl, man kann sich da theoretisch das erste Level in der Safe Zone mit diesen Explodern. Korrekt. Wir könnten mal versuchen, ob wir tatsächlich mal Pakete mitnehmen. Was hältst du davon? Das wäre eine super Idee. Aber erstmal würde ich mich ganz gerne ausrüsten. Ich brauche einen Katana. Katana! Ja, das kriegst du bei diesem Wohnwagen. Da musst du bis zu diesem Wohnwagen laufen. Hier runter und dann darüber und dann da hoch. Und währenddessen werde ich mal meinen Charakter angucken, denn ich habe hier nochmal 2 Stat-Points. Und ich würde mal jetzt hier Chart-Attacks, die muss ich mal sowieso ausprobieren, wie die funktionieren. Und Stealth werde ich mal ein bisschen skillen. Inzwischen bin ich nämlich, hier sind viele Spieler oder so. Alter, da hier sind manche richtig krass. So, ich könnte jetzt noch eine Pistole mitnehmen. Soll ich das mal machen? Ja, nimm auf jeden Fall. Schusswaffe ist nie verkehrt, mein Lieber. Ich guck mal, was das kostet, so eine Schusswaffe. Ich glaube, weiß gar nicht, ob du die kaufen kannst, ehrlich gesagt. Aber jetzt kaufe ich mir erstmal so einen Gleiter. Den wollte ich ja mal anwenden. So. Das hier. Den Gleiter hast du dir nochmal geholt? Ja. Müssen wir eigentlich mal auf dieses hohe Hochhaus gehen, auf dem ich mal drauf war, weil das sah auch echt geil aus. Ich habe übrigens Muni für die Magnum.
Die habe ich gefunden. War so ein sauber. Du musst nur noch die Magnum finden. Ja. Hä? Was war denn jetzt? Oh nein! Was denn? Die Safe Zone ist gefallen. Ah! Alter, was Alter, war das? Ich werd hier abgeschlachtet. Ach, der Wichser. Irgendein Alter, Spieler hat mich direkt umgebracht. Ah, ich bin erschossen worden. Ach komm. Ey, was ist so das denn für eine Scheißaktion? Echt? Hoffentlich werden die von Typen umgebracht. Ey. Tja, so läuft's dann in Nether. Ja. Alter, spielst du das mal? Ich bin. Ey, wo bin ich denn hier zur Hölle? Ich bin direkt am Museum Outpost gespawnt. Ich sehe dich noch gar nicht auf der Map. Ich sehe nur den anderen. Doch, ich sehe dich auf der Map. Du bist bei Old Burnham. Ach, jetzt, du bist unter so einem, genau, unter so einem Ding. Tja, dann heißt es wohl jetzt Beine in die Hand nehmen. Alter, schon wieder? Man darf sich vielleicht auch gar nicht zu lange in diesen Safe Zones irgendwie aufhalten. Alter, das kann doch nicht wahr sein, wenn ich gerade was einkaufen wollte. Einmal kaufe ich mir was. Hab Geld dafür ausgegeben, werd direkt gekillt. Gnadenlos. Alter, gnadenlos schon. Alter, hier ist voll was an Drops. Ich habe eine Schaufel, super. Grim Reaper. Super. Geil. Holst dir, ich habe gerade $60 gefunden. Wäre ja ein Katana. Ich habe eine nette Axt. Problem ist bloß, dass ich mal wieder relativ weit weg bin von jeglichen. Kann ich irgendwie nicht nehmen, die Schaufel, warum auch immer. Manchmal muss man es einfach nochmal versuchen. Dann geht's wieder. Ah, jetzt geht's wieder, ja. Okay, geil, bin ich ja voll ausgerüstet. Die sollen ruhig kommen. Die Schaufel kannst du übrigens auch als Nahkampfwaffe nehmen. Den musst du nur ausrüsten. Ja, ich frage mich gerade. Macht mehr Schaden. Damage 220, 330, Grim Reaper, Melee. Die Axt ist besser. Oh, du hast sogar zwei so die Generäle. Ja, ich kann dir was geben. Ja, wenn theoretisch, wenn wir uns irgendwann mal finden in 20 Jahren. Ich gehe jetzt mal ich bin hier nicht zum auf Museum so einer Outpost. Alter, und es ist eine relativ viel befahrenen oder ehemals viel befahrenen Straße. Das sieht auch echt cool aus. Oh, und ich habe das große Haus gefunden, auf das wir raufgehen können. Also die Typen haben uns auch auf jeden Fall gerade reingelegt. Ich glaube, die haben alle, haben die ganzen Leute da getötet? Die Händler? Ja, die haben einfach gesehen. Okay. Alter! Ich habe gerade eine Sache, renn da ein bisschen rum und werd direkt erschossen. Ja, man muss echt Spiel hier ist total zu sneaky heftig, gehen. Ey. Du musst total sneaky ja, du bist gehen. Witzig. Du darfst nicht. Ja, wirklich. Du darfst nicht irgendwie schnell rumlaufen oder so, sondern musst halt irgendwie total sneaky von hier nach dort laufen. Wo bist du rausgekommen? Alter, habe ich mich einmal über meine blöde Axt gefreut. Och Gottchen. Randolph Market. Fick dich doch! Nee, warte mal, Ezik van Tumain, so heißt der Typ. Der kriegst ja hier Hals-Nackenstarre vor Anspannung, ey. Was ist das für ein verfickter Dreckscheiß? Wie er jetzt rumrantet ist, das ist total lustig. Oh Mann, ey. Naja. Ach Gottchen. Safe Zone secured. Also das Spiel ist so gnadenlos. Er ist noch gnadenloser als DayZ. Aber es ist schon auch ätzend. Ich meine, insofern ätzend, dass zum Beispiel diese Safe Zone, die gerade da fragt gerade jemand im Chat nach Team. Kannst du mal The Ghost einladen? Ich lade hier niemanden mehr ein. So, je mehr Leute wir im Team haben, desto besser. Hol die doch in die Gruppe. Du bist doch der Expert. Hier, du hast es doch schon alles gemacht. Dann hole ich den in die Gruppe. Wenn ich mich jetzt nicht konzentriere, hassen mich alle. Ich gehe jetzt hier einfach auf dieses Haus. Mir ist es doch scheißegal. Ich bin jetzt hier auf der anderen Seite. Hier soll die Escort-Mission. Duron. Weißt du was? Wir machen das ja einfach so, dass wir den gesamten Server in unsere Gruppe einladen. Hey, das ist eine gute Idee. Und dann machen wir irgendwie 30 Leute machen Geleitschutz für Sarazar. Ey, wie schön ich mich gefreut habe, mal einmal diese Axt zu haben. So, ey, geil, du bist zwar gestorben. Die haben mich alle hochgenommen. Aber endlich hast du eine Axt. Dann wollte ich mein erstes Vieh töten. Und dann passiert. So, jetzt, wenn du auf die Karte guckst, dann siehst du, LG The Ghost ist wesentlich näher tatsächlich als ich sogar. Ich versuche jetzt auch mal zu dir zu kommen. Ich laufe jetzt Richtung Maple Street zu dem Strand mal. Ja, wo soll man es denn treffen? Bennett Park oder so? Ich habe es aufgegeben, mich auszurüsten. Ich bin hier nur Kriegsberichterstatter. Mach mal so Halstead. Oh, er sieht auch nett aus. Siehst du die Straße da an der Küste? Halstead? Ja. Beim D von Halstead oder sowas. Da brauche ich nicht lang. Genau. Ja, genau. Du wirst so darum wir 100 pro sterben. Kommst du niemals an. Na, mal gucken. Sneak dich da durch.
Lass das mal den Rumpel machen. Der Rumpel macht das gut. Hier geht's auch hoch. Da muss ich jetzt mal kurz hochgucken. Hier ist eine ziemlich schrottige Eisenleiter gefunden. Und da gucke ich mir mal oben an, was es da so gibt. Vielleicht finde ich ja einen Sniper. So. Was ich mal richtig gerne hätte, ne? Wir werden einen Sniper finden, der auf so einem Haus sitzt und oben runter snipert und der merkt nicht, dass ich mich von hinten anschleiche. Ja. Das und dann greifst du ihn mit deinem Buttermesser an, musst den 10-mal treffen, der hat dich schon längst 2-mal geschossen. Ah, wer weiß. Mein Buttermesser ist das. Mein Buttermesser. Jetzt ist hier überhaupt nichts auf dem Haus. Oh, ich war gerade auf dem Dach vom Haus und da war nix. Bin deprimiert. Das ist also einfach traurig. Wir haben uns alle reingelassen. Aber es sieht so Spiel. Geil aus. Ich bin hier ja, gerade. Das Spiel ist Hammer. Also die Grafik ist geil, die Idee ist auch geil. Aber es müsste vielleicht so ein bisschen. Liegt das vielleicht auch an der Größe der Map? Morgen, ey. So dass man halt echt, man. Beim halbwegs jetzt vollen Server, Alter, da clasht ja nur noch mit anderen Spielern zusammen. Macht natürlich auch was her, ne? Ist halt so eine Frage. Ist so eine Frage der Fragen. Also dieses schräge Haus, da müssen wir eigentlich unbedingt drauf. Das wäre eigentlich total cool, dass wir das mal zeigen könnten. Das ist so in Richtung, ja, Bennett Park, sowas in der Richtung. Ja, hier komme ich auch noch wieder da raus, alles klar, bringt nichts. Schade, dass hier auf dem Haus überhaupt gar kein Loot war. Ja, ich muss mich auch enttäuscht zurückziehen. Ja. Aber was haben die da vorgehabt, Rumpel? Die wollten uns doch da in diesem Lager, die haben da doch irgendwas gemacht, damit das Lager fällt ich hab, und damit die uns ich find, töten das können, ich halt ganz so ein ehrlich. Schade. Ich finde es so ein bisschen schade, weil man hätte ja bei diesem Lager rein theoretisch sofort reagieren können, in der Gruppe zusammenarbeiten und das wieder safe machen können. Und stattdessen haben sie halt einfach die anderen Spieler umgenietet. Aber so ist das halt. Also, hinter mir ist eine Kreatur hier. Ich versteck mich gerade. Kreatur der Hölle! Alter, das gibt's nicht. Der rotzt mich zu. Ich habe mich doch hier toll versteckt. So, mir ist jetzt scheißegal. Nein, das sind viel zu viele. Der Fleisch hat so viele angezogen. Ich werde wieder draufgehen, glaube ich. Hier ist so schönes Wetter. Ich lege mich jetzt erstmal in die Sonne. Ja, wollte ich auch gerade machen. Kommt erstmal so ein Kreischer um die Ecke. So, ich bin hier rüber. Ihr Schweine! Bin hier hoch. Kreischer. Mann, sieht das hübsch aus. Ja, einen habe ich. So, jetzt bin ich am Strand. Ja, Schweine. Ja. Boah, das sind so viele. Werd sie überleben. Niemals. Dann warte ich einfach. Ich warte jetzt einfach mal hier so ein bisschen, bis du gestorben bist. Und dann gucken wir mal, wo du. Has been killed by a Shrieker. Wo du wieder rauskommst. Du musst dich vielleicht einfach mit den anderen, mit diesem LGG. Ja, ich bin bei Ghost Westview Outpost. Komme ich jetzt hin, hoffentlich. Hier war ich auch noch nicht. Juhu! Westview bist du? Ja. Ah ja, ich sehe dich. Okay. Ich versuche mal zu dir zu kommen, so nach und nach. Währenddessen, während wir hier so ein bisschen durch die Welt schwelgen, können wir einfach ein bisschen quatschen. Wir haben ja Funkkontakt. Ja! Gott sei Dank. Voll sauer. Ja, Mann! Lass uns quatschen! Natürlich! Ich rede gerne mit dir! Worüber sollen wir reden, Mann? Verfick das Scheißspiel, Mann! Ah, Drecksnässer, ey. Diese verfickten Viecher. Ich hab den einen auch noch links gesehen und hab gedacht, der sieht mich niemals. Da renne ich jetzt einfach rüber. Ich gehe. Das hier ist übrigens auch schön. Ich muss echt mehr aufpassen, einfach. Hier sind nämlich die, wie soll ich sagen, die Umgebungsmeshes anders mit den Kollisionsmeshes. Deshalb läuft man hier so ein bisschen in der Luft rum. Das ist irgendwie sehr lustig. Was sind denn Meshes? Kann schweben. Meshes sind. Was sind denn Meshes? Polygone zusammengesetzt, die dann so. Das ausmachen, was du siehst. Ja, interessiert doch keine Sau. Ja, warum fragst du da, du Wichser? Ey, du asoziales Stück Scheiße, jetzt hör mal auf, hier so rumzuranten. Fick dich. Du bist doch nur schuld. Ja, genau, jetzt fängt die Schuld zu, weil dann ich geh aus deiner Gruppe raus und kick dich von du willst, Facebook. Ja, genau. Nur mit deiner Facebook. Wir sind schon seit Jahren nicht mehr bei Facebook befreundet. Ey, wir sind immer mal wieder mit Facebook befreundet. Immer kündigt er mir die Freundschaft, schickt mir wieder eine Anfrage. Ja, weil du dann immer so rumheulst, deshalb. Hier gibt's einen coolen Turm hier, einen Elektroturm, sehe ich gerade. Bitte, Sergeant Rumpel, nimm mich wieder an. Bitte! Bitte! Es war nicht so gemein. Nein! Ich wollte nicht dein, das Foto mit deinem nackten Hintern auf Facebook. Also das Spiel muss man einfach mit Humor sehen.
Ja. Das ist wie bei GTA Online. Oh Mann, ey. Ich krieg immer so Ärger von den Leuten, weil die dann immer sagen, du bist so scheiße, du kannst gar nicht. Nee, aber das muss ich ganz ehrlich sagen, wenn hier irgendjemand in den Chat schreibt, bringt alle Sarata um. Das ist ja kein Wunder, dass sie mich umbringt. Sondern die anderen haben es auf jeden Fall auf uns abgesehen. Die haben gesagt, boah, die Jungs nehmen gerade auf, lass jetzt alle hier die Trader erschießen. Das glaube ich nicht, das waren irgendwelche Engländer, das ist einfach asoziales Verhalten insgesamt. Also einfach. Ach, Engländer? Halt. Sind die so asozial? Nee, also ich glaube, das waren Briten, also die haben auf jeden Fall vorhin die ganze Zeit Englisch und so weiter gechattet und haben auch das Deutsche nicht verstanden. Okay, ich verstehe es. Insofern. Voll die gemeinen Engländer, die wollten uns hochnehmen, obwohl ich nichts hatte. Genau, die Briten, die wollten nur die Fish and Chips wieder zurücknehmen. Ghost, weil Alter. Findet ja hier immer so Chips-Tüten und das macht die natürlich rasend, die Briten. Alter, wenn, Ghost ist ja mega gut ausgerüstet. Ey, so habe ich mal eine Chance zu überleben. Ja, lauf mit denen rum, ist doch super. Emotes gibt's nicht, oder? Ich bin ja sowieso irgendwie ganz alleine. Ich fühle mich in einer Welt, wo nichts ist. Keine Monster, kein Blut, keine anderen Spieler. Boah, ich folge jetzt einfach mal dem Ghost, mal gucken, wo der mich hinführt. Warte mal, aber endlich mal einen Bodyguard. Lauft ihr vielleicht mal Richtung zu mir? Ich laufe ja in eure Richtung, das wäre irgendwie blöd, wenn ihr jetzt mitteilen? Wieder weglauft. Per Chat einfach tippen? Nee, kann du ich kannst, nicht. Würde ich niemals doch, tun. Doch, du kannst Enter und dann gibst du mal Slash Group ein. Ja. Ja. Slash Group. Dann kannst du in der Gruppe chatten. Lass mal treffen. Wohin willst du denn hin? Siehst du das? Im Chat? Ja. Habe ich nur der Gruppe gesagt. Mensch, hier war Van Gogh. Van Gogh und Endzeit. Eine schöne, schöne Mischung. Tut sich gut. Ich habe gerade. Hier ist eine. Ghost erinnert natürlich nicht geringfügig nur an Ghost of Call of Duty. Of Call of Duty. Kennen ja auch viele. Yeah. Ich gehe jetzt mal Tauben vergiften im Park. Ist cool. Kommt mal zu mir, sagt wer? LG Valkyrie, wo ist denn der? Ich finde ein bisschen blöd, dass man. Ich komme mal zu euch, so in die Richtung auf jeden Fall. Ui, was ist das denn hier? Hier ist ja eine Powerplant oder was ist das? Der Ghost hat mich jetzt zu dem einen Outpost geführt. Der sieht sehr schön aus, dieser Outpost. Ah! Alter, ich bin da runtergestolpert. Zum Glück nicht umgekommen. Ich bin so blöd. Das wäre es ja doch gewesen, Alter. Also nicht, wenn du durch Spieler oder Monster umkommst, sondern einfach nur, weil du irgendwo runterfällst. Boah, geil. Alter, der gibt mir eine Pistole. Jetzt sag mal, dann darf doch Kindern keine Pistolen geben. Ist der wahnsinnig? Boah, das ist aber ja, da müssen wir mal ganz sagen, hier, ganz dickes Danke an Valkyrie und Ghost an dieser Stelle. Alter, das ist ja der Mega-Scheiß. Der rüstet mich hier richtig aus. Ist er hyper-mega ausgerüstet? Dafür kriegen die von mir einen Gleiter. Ein Gleitgel? Was wollen die mit dem Gleitgel? Verdammte Kakerlake! Ah, die kriege ich weg. Die kriege ich weg, die Kakerlake. Komm her, du Biest. Es läuft weg, es flieht. Ich habe die Kakerlake besiegt. So. Der Überheld bin ich. Alter, ich habe eine Schrotflinte. Master Flinter ist zurück. Ja, jubiliert hier, wie der Sarazin. Ja, das Spiel ist so super. Voll geil. Oh, hier ist ein Kurierpaket. Soll ich die mal mitnehmen einfach, oder? Kann ja nicht schaden. Nimm auf jeden Fall mal mit, das gibt XP, wenn man die abgibt dann auch. Ah, die Jungs chatten wahrscheinlich. Kein Loot? Oh, ich folge dir. So, ich folge dem Ghost mal. Oh, der Rumpel ist weg. Ja, ich versuche immer zu euch aufzuschauen, wenn ihr mal weiter... Der ist voll unterwegs. Wenn ihr immer weiterlauft, dann wird das natürlich schwierig für mich, euch einzuholen. Irgendwie ist es manchmal auch so. Oh oh, hat irgendwas war hier nicht ganz okay. Er holt ihn her, sagt er. Ah, LG the Ghost, da ist er ja. Alter, die Jungs haben es richtig drauf. Ja, die sind auch gut ausgerüstet.
Oh, der gibt mir auch was, das ist ja nett. Dann können wir mal ein bisschen was anderes zeigen. Das ist natürlich ja, sehr willkommen. Ja, ich meine Schrotflinte, Alter. Vielleicht überlebe ich ja jetzt mal ein, zwei Folgen. Das wäre... Also das wäre so unfassbar schön. Tipp Fail, aber egal. Ja, nach dem ganzen... da sieht man wirklich in dieser Folge perfekt, wie Spieler sein können. Böse und gut. Ja? Ja. Also richtig, richtig krass. Und vor allen Dingen muss man jetzt auch mal sagen, also es ist ja nicht immer nur so, dass alle uns ans Leder wollen, sondern es gibt auch viele, die uns einfach ganz gerne helfen wollen. Das ist ja auch ja, das finde ich sehr lobenswert, sage ich mal an dieser Stelle. So, jetzt mal gucken, wie viel Muni ich dafür habe. 19 immerhin. Ich kaufe mir jetzt mal einen größeren Rucksack, oder? Den hier vielleicht. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Wo ist er hin? Humpel, komm mit. Da ist er. Ja. Noch ein Flappy Bird. Wir sind gerade hier auf Flappy Bird Suche. Cool. Jetzt habe ich auch einen anderen Rucksack, einen größeren. So einen Military Rucksack. Ja, ich denke, viel. Oh, da wird geschossen. Ja, ja, das sind wir beide gerade. Wir machen gerade Flappy Bird weg. Ich habe auch eine Pistole übrigens, die habe ich ja auch noch im Paket. Oh, jetzt habe ich keinen. Man kann allerdings nicht anvisieren, oder? Mit den Schusswaffen. Doch, rechte Maustaste. Visiert der bei mir nicht an. Es kommt darauf an, was das ist vielleicht. Also bei den meisten... Ah, you can fire in a safe zone, wahrscheinlich deswegen. Ah ja, das geht. Ja. Das geht wahrscheinlich nicht, kann man da noch nicht anvisieren, ist ja typisch. Wenn man nicht feuern kann, kann man auch nicht anvisieren. So, jetzt mal gucken, ob der mir einen guten Loot-Spot zeigt. Vielleicht kennt er einen. Ja, wir müssen aber hier gerade eben mal ein kleines Päuschen im Lager machen, mein Lieber. Was? Ja, so ist es. Na gut, ich werde mal hier mit dem Ghost noch weiter. Ich komme mal zu dir runter, lass doch erstmal gerade noch treffen. Das machen wir wohl noch in dieser Episode. Ihr seid doch hier gerade am. Ja, warte mal. Ich tippe ich das mal. Lass mal kurz Sarazar abholen. Genau. Ach, guck mal einer. Da ist er ja. Hallo. Hi. Oh, das ist so schön, dich wiederzusehen, mein Freund und Kupferstecher. Ja, das lief dann doch wirklich in dieser Folge sehr durchwachsen, sag ich mal. Ja, sehr durchwachsen. Am Anfang wurden wir richtig fertig gemacht von anderen Leuten. Aber ein schönes Spielerlebnis und das ist immer gut. Und dann aber echt danke an die Jungs hier, die uns jetzt weiterhelfen und jetzt vielleicht auch sogar in der nächsten Episode noch mit uns hier rumziehen. Vielleicht klappt das ja dann mal ein bisschen besser und wir können auch mal ein bisschen mehr zeigen. Wäre wünschenswert. Boah, du kriegst eine M4. Wie geil ist das denn? Feiern wir Party-Alarm heute hier. Das sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis dann, tschö. Gute Spieler und böse Spieler, die gibt's bei Nether definitiv. Wir haben beides kennengelernt in dieser Episode und ich freue mich schon auf die weiteren Abenteuer mit euch.